Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4 hier bei Heisenberg zockt. Jo, der Herr Heisenberg und die Frau Katharina, die sägen Holz. Während der Nachwuchs, was macht sie denn gerade? Ich müsste mal erwischen. E-Mails schreiben, was sonst? Irgendwie, die schreibt immer nur E-Mails, wenn sie hier sitzt. Naja gut, kann man, muss man nicht. So, du kriegst jetzt noch ein Brüderchen oder Schwesterchen, aber nicht gleich. Denn, ich würde schon sagen, zuerst machen wir das Zimmer. Falls jemand einen Kommentar geschrieben hat wegen dem Keller, wie man da baut, was man da alles machen kann, dann vielen Dank. Ich konnte den aber noch nicht lesen, denn ich nehme mal gerade wieder ein paar Folgen am Stück auf. Das heißt, ja, ihr habt den Kommentar noch gar nicht geschrieben, während ich das hier aufnehme. Deswegen, ich kann erst darauf eingehen, wenn ich wieder mal pausiere und dann wieder neu aufnehme. So, genug erklärt. Wir wollen mal ein bisschen höher. Okay, hier ein Zimmer wird dann doch eher schwierig. Aber wir können natürlich... Was? Favorisiert Granny Weedles? Ja, favorisiert mal. Ich hätte gern den Baumodus. Und dann machen wir hier... Sollen wir mal so ein Zimmer nehmen? Nein, finde ich irgendwie völlig langweilig. Genau, das Gute am Spiel wird hier automatisiert. Nein, ich möchte bauen. Also, eine Wand. Nicht ein Wandmuster, sondern eine Wand. Genau. Dann machen wir da hier den Anbau. Mal gucken, vielleicht hier dann auch noch mal was. Noch mal ein Klo. Die Leitungen hätten wir ja. Drunter ist gleich das heiße Klo. Während hier drunter natürlich das heiße Zimmer ist. Das heißt, hier oben wird nicht getrampelt und auch kein Krach gemacht. Sonst zieht dann die gute Jenny relativ schnell wieder aus. So, ich brauche mal eine Wand. Ja, müssen wir wieder eins runter. Ich hätte gerne eine Tür hingebastelt. Moment. Jetzt geht's. Okay, wir brauchen einiges. Was brauchen wir denn? Eben, hier oben wird Jennys Zimmer sein. Das heißt, da unten kommt dann was Junges hin. Moment, hier sollen wir da mal die Sachen übernehmen und das dann hier ändern? Das wäre doch eine Idee, denn das ist ja dann doch im Endeffekt wieder Jennys Zimmer. Ach nee, ist ja doof. Lass uns hochgehen, wir richten das neu ein. Machen wir neu. Gut, fangen wir mal mit außen an. Zack, okay. Möchte die Jenny ein Fenster haben? Ich denke mal ja. Machen wir auch mit der Pipette, ist am einfachsten. Wenn die Kamera nicht... Die springt schon wieder, die Kamera. Na, wir machen das mal gleich. So, wenn wir die Fenster gerade an der Angel haben, machen wir da gleich mal mehrere. Jetzt nehmen wir aber hier hinten was anderes. Haben wir was Schönes? Die zum Beispiel. Haben wir nichts, was noch so richtig viel kostet und wirklich auch noch was aussieht? 325. Erker. Okay, dafür müssen wir dann wohl einen Erker haben. Ah, das ergibt einen Erker. Okay. Ja, klar doch. Ein Erker wollen wir. Und dann hätten wir hier gerne... Ah, zu wenig hoch. Wo gibt's denn sowas? Das Fenster? Die Mauer ist zu wenig. Warum sind die denn alle so groß? Gibt's das auch in kleiner? Nee, die sind egal, wo man ist. Aha. Dann kriegt man hier diese Apparate. Naja. Dann machen wir das halt mit Apparaten. Was haben wir denn noch? Das ist wieder ein Erker. Ja, so ein Bullseye brauchen wir nicht. Und die sind zu groß, haben wir gesagt. Ih, hässlich. Wir gehen mal wieder rauf. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Das passt auch von der Größe her, hätte ich fast gesagt. Dann machen wir das hier. Und hier hinten machen wir es wieder so wie hier unten, mal vorläufig zumindest. Das können wir ja immer noch ändern. Jetzt hängst du ein bisschen zu weit. Moment. Warum kann man die Kamera nicht stabilisieren? Man kriegt hier den Drehwurm. So, jetzt nochmal Pipette. Zack. Dann hier oben hin. Mal drehen. Oh ja, das ist natürlich auch ein schönes Fenster. Das ist hier gekauft. Zack. Und... Ja, hier machen wir auch gleich nochmal so eins hin. Okay, und das lassen wir jetzt zumindest mal vorerst so. Da könnte man natürlich auch irgendwie so einen Stauraum noch reinmachen. Gut, Teppich. Sollen wir den Vorraum auch schon mal machen? Ich würde sagen, damit wir möglichst schnell zur Adoption kommen können, lassen wir das Zimmer für den Moment mal noch so, wie es ist und machen hier Jennys Zimmer ordentlich. Also, dafür brauchen wir mal Wandmuster. Und da hätten wir gern Mauerwerk. Nein, irgendwas für eine Jugendliche. Das ist alles wieder viel zu harmlos.
So eine Jugendliche ist doch in der Regel auch eher flippig. Das ist eine Außenwand. Wo sind denn hier die Innenwände? Wandmuster. Wände und leere Zimmer. Aha, das war das. Okay, irgendwann lerne ich es dann auch mal noch. Also, was Flippiges hätten wir gern. Wo flippt's denn? Wo flippt denn zum Teenager aus? Nicht bei Holz. Beule mit Weile. Igitigit. Zu dunkel. Ist ja dann doch kein Grufti. Scheint ein relativ fröhliches Mädchen zu sein. Nein, jetzt ist sie immer... Ja, am ehesten vielleicht noch. Ja, das ist alles irgendwie schön, aber das ist über 70er Jahre. Das ist zu schön und das ist, ich renne davon und das ist, ich möchte ja gar nicht einziehen. Haben wir denn hier nicht? Irgendwie das Blaue? Nee. Das passt doch. Das nehmen wir, das ist für ein Mädchen. Ja, ist nicht flippig, ich gebe es zu, aber ja, wenn sie halt nichts Flippiges haben, ich kann es nicht herzaubern. Der Boden. Ein flippiger Boden. Nee, das muss jetzt nicht flippig sein. Das muss irgendwie hier reinpassen. So, was haben wir unten schon? Da haben wir wieder so eher dieses Holzige. Ja, kein Wunder, wenn wir gerade beim Holz sind. Ich nehme nochmal diesen Raster weg. Der stört. Nee, auch nicht schön. Jetzt bin ich viel zu weit raus. Da sieht man gar nichts mehr. Gefällt mir auch nicht. Es hat mir fast zu wenig Auswahl, muss ich sagen. Aber ich weiß, man kann auch noch Sachen runterladen. Möchte ich aber eben nicht. Hier. Paste, Bisch. Ja, nee. Dann doch irgendwie ein Teppich. Machen wir mal hier nochmal. Ah, wir haben zwei Teppiche. Ja, sag mal. Fliese, nicht hier. Das ist ja nicht im Bad. Stein. Es hat zu wenig Auswahl. Es hat einfach zu wenig Auswahl. Verschiedenes. Wir testen das mal hier wieder. Genau, für die Wahnsinnigen. Industrieboden, oh Gott. Nein, draußen sind wir auch nicht. Ihr seht schon, ich finde hier irgendwie nichts. Baubeton. Heieiei. Ach komm, sonst lassen wir es dann ganz weg. Also das ist doch irgendwie... Hä? Soll das hier sein? Ja, okay, wir nähern uns, wenn wir die Farbe wechseln, nähern wir uns so ein bisschen, nähern wir uns an. Zack, gekauft. Gut, wir müssen den Rest des Zimmers flippig machen. Ich sehe es schon kommen. Türen? Eine Mädchentür. Gibt's das? Tür der Wahrnehmung. Da muss man wieder was freischalten. Ja, eine Mädchentür in dem Sinn gibt's nicht. Die haben wir schon, die ist aber auch halt wirklich cool. Ja. Hallo? Aha, oh Gott, das ist mehr für einen Salon. Eine Doppeltür. Nee, wir wollen ja keinen. Sie ist ja so breit, ist sie dann doch nicht. Eine Klotür. Hallo? Wenn man da teilweise klickt, dann möchte es nicht. Ja, das ist alles dann wieder zu krass. Wir nehmen die. Die ist doch irgendwie gar nicht schlecht. Aber wohin damit? In die Mitte des Zimmers. Ich würde mal sagen, damit man da an der Leiter vorbei, an der Leiter sage ich schon, an der Treppe vorbeikommt, machen wir das mal hier. Und warum ist jetzt die innen geschwungen und außen nicht? Kann ich die drehen? Moment. Ah, so kann ich sie drehen. Gut, dann hätte ich gerne die hier gedreht. So, denn das ist schon eher außen und das ist innen. Gut, jetzt haben wir hier noch keine Tapete. Jetzt haben wir eine. Und hier haben wir hier einen Teppich. Ist das ein Teppich oder ist das? Keine Ahnung. Wir haben gesagt, wir lassen das Zimmer mal noch. Aber ich finde das gar nicht schlecht, wenn das halbwegs einheitlich ist. Gut, hat es einen bestimmten Grund, warum wir hier kein Fenster haben. Ja, weil das Dach im Weg ist. Und dann fällt man wieder runter. So, nochmal ich hier rein. Wir könnten natürlich die Einrichtung einfach... Nee, können wir nicht. Wir haben das falsche Bett und wir haben das Puppenhaus. Das kriegt ja dann das neue Kind. Wir kriegen ja ein neues Kind. machen wir eine neue Einrichtung. Was flippiges. Geld haben wir noch. Jetzt müssten wir hier aber mal Objekte nach Zimmer. Und dann wäre das... Gibt's das hier? Ist ja kein Kind mehr.
Ein Zimmer für Jugendliche. Puh, eine Bar braucht sie zwar nicht gleich. Irgendwie, Kindermöbel, nein. Wir suchen mal bei den normalen Betten irgendwie was Cooles für ein cooles Mädchen. Prinzessin Cordelias Einzelbett, das klingt nicht schlecht. 8.500 klingt auch nicht schlecht. Das ist doch, ein Mädchen hat doch Spaß an so einem Bett. Das machen wir doch, glaub mal. Und wo haben wir das Bett? Das ist dann die andere Frage. Ich würde sagen, ja, nicht an der Außenwand. Das muss nicht unbedingt sein. Hier an der Innenwand. Da hat sie wahrscheinlich mehr Ruhe. Oder so, dass sie links und rechts noch was hinstellen kann. Umziehen damit können wir immer noch. Komfort, aha. Und der Komfort ist das. Gut. Jetzt hätten wir gerne... Deko ist gar nicht schlecht. Wobei, vielleicht zuerst ein Schrank. Ein Kamin. Wow. Da müssen wir gleich nochmal ein paar Stockwerke runter. Aber wisst ihr was, das machen wir gleich mal. Das fehlt natürlich hier noch, das ist ja... Wo kriegen wir dich denn noch hin? Das dürfte schwierig werden. Hier geht schon mal nicht. Genau da, wo wir es brauchen könnten. Hier außen vielleicht. Hier vors Fenster. Nee, das macht... Das ist irgendwie komplett sinnfrei. Da müssten wir hier das Wohnzimmer vielleicht nochmal ein bisschen aufpäppeln. Aber... Dem steht ja auch nichts im Weg. Das können wir ja machen. Gut, also hätten wir Thema Hochofen abgeschlossen. ich war auf der Suche nach einem Schrank. Wir können hier ja mal gucken. Halt, nicht mit 2R. Das geht nicht. Hier, Schrank. Ist das wieder alles, was sie haben? Oberflächen. Der Harbinger Schrank. Okay, der ist wenigstens rot. Der hat dann doch ein bisschen was Flippiges hat er. Aber das kann doch nicht alles sein bei den Schränken. Theken. Wie finde ich denn weitere Schränke? Objekte nach Zimmer. Schlafzimmer. Kommoden. Hat man keine Schränke mehr? Habe ich da irgendwie was verpasst? Sieht aus wie ein Kühlschrank. Das Ding, Moment, das hat was. Das ist, ja, das hat wieder was Flippiges. Das wird dir gefallen. Der guten Jesse. Verdeckt so ein bisschen das Fenster. Das können wir nicht machen. Wir machen das mal hier hin. Eben umstellen kann man es immer wieder. Was haben wir hier Schönes? Auch eine Kommode. Irgendwie so. Ja, wir schauen jetzt mal. Wir gucken weiter. Spiegel. Ein Spiegel brauchen wir auch ganz klar. Auch irgendwie sowas. Das sieht flippig aus. Ne, das sieht aus wie ein Fenster. Das ist, ja, das ist relativ cool. Vielleicht nicht ganz so antik. Eher modern halt. Was ist das, ein Kinderspiegel? Kinderspiegel, ach ey, ein Standspiegel. Muss denn alles, was gut aussieht, irgendwie... Oh, warte. Moment, da haben wir doch was gefunden. Du kommst mal hier hin. Okay, dann irgendwas... Genau, in die Richtung für neben das Bett. Guck mal, der kleine Kollege von dem. Irgendwie nett. Auf der anderen Seite irgendwie völlig fantasielos, wenn man dann überall die gleichen Möbel hat. 350. Das hat was. Das ist halt so ein bisschen Oma-mäßig. Wobei, ja, wir kriegen hier einen Stilbruch. Entweder machen wir es modern oder Oma-mäßig. Wir machen es modern. Zack. Gut. Was haben wir noch? Ein paar Gemälde und Poster. Sie ist ein flippiges Mädchen. Fanposter, aber natürlich. Kinderposter, nein. Ein Kochposter, der Marke Theatralisch. Ja, das gibt jetzt ein richtiges Teenagerzimmer, zumindest so, wie ich mir das vorstelle. Fußball, nö, das ist ja eben halt dann doch ein Mädchen. Sport, nö. Ein durchweichtes Poster, ja, Hauptsache ein Poster. Modeposter, sehr gerne. Da muss man wirklich, wenn man ins Zimmer reinkommt, muss man Angst bekommen. Ein Dino-Baby. Das kommt übers Bett. Okay. Was muss das? Erdnuss? Okay, schräger Humor, aber das kann ja auch sein. Himmlisches Wandtattoo. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen auf... Oh. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht alles auf der gleichen Höhe haben. Ja. Eben. Nein, das muss nicht euch gefallen. Mir auch nicht. Das muss der Jenny gefallen. Ein tragischer Clown. Okay, sowas leicht melancholisches. Ja, das passt schon auch zu dem Alter. Es passt leider nicht an die Wand.
Das ist jetzt irgendwie. Machen wir das mal hier hin. Dann verschieben wir das Teil hier ein bisschen rüber. Okay, und jetzt brauchen wir da noch was. Irgendwas in der Richtung. Oh, hier gibt es ja. Oh, 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 okay, also Wandschmuck. Heieiei. Wandschmuck haben wir genug. Passt du noch hin? Nee, da habe ich zu früh geklickt. Das passt da nicht hin. Aber das macht Spaß. Hier ein Zimmer einrichten. Vor allem nicht nach meinem Geschmack, sondern eben irgendwie im übertragenen Sinne, so dass es dann einem Mädchen in diesem Alter gefällt. Okay, kommt dahin. Was haben wir noch? Wir haben so viele Sachen. Oh, da ist noch ein Poster. Das können wir leider alles nicht haben. Kunst in der Kiste. Nee. Nein. Ich bin immer noch auf der Suche nach diesem einen Bild, das dahin passt. Das soll irgendwie ein bisschen eine gewisse Symmetrie in sich bergen. Ja. Aber ist das jetzt Fußball? Genau, das war eben falsch. Eine Glühbirne, warum nicht? Er hat die falsche Größe, den Baum haben wir schon. Haben wir das auch schon? Was war das nochmal? Das durchweichte Poster, das haben wir eben auch schon. Was ist das Schönes? Teenager-Idol. Machen wir es eben so, das muss ja nicht zwangsläufig symmetrisch sein. Gut. Ja, was fehlt in einem Mädchenzimmer noch? So ein Schminktisch, irgendwie sowas in die Richtung, hier drauf vielleicht. Gibt's das? Ich guck mal. Mein Gott, bis wir... Schminkbeleuchtung. Bis wir dazu kommen, ein Kind zu adoptieren, das wird nochmal ein Momentchen dauern, wenn wir hier einrichten. Ach, so eine Lampe fehlt aber natürlich auch noch. Das gute Mädchen möchte doch noch eine Lampe haben. Irgendwas... was ist das? Außenlampen? Nein. Irgendwas in der Richtung, genau. Flippig, modern und doch irgendwie mit Stil. Du zum Beispiel? Ja, dann können wir die wieder nicht nehmen. Roboterlampe, nö. Das ist mir zu aufgesetzt hier, das Ding. Das ist nicht modern, aber das ist irgendwie cool. Das passt zum Bett. Dann hätten wir hier nochmal Platz für eine Lampe. Das ist eine Schreibtischlampe. Beruhigungslicht. Das klingt doch gut. Ist das die gleiche? Ja, guck mal an. Da habe ich doch zweimal die gleiche erwischt. Verticken wir wieder. Versuchen es mal mit der. Das passt farblich hier zur Kommode. Was haben wir hier noch? Eine Öllampe. Nö, lassen wir mal. Aber irgendwas für die Decke? Ja, Disco. Oh, geht nicht. Schade eigentlich. Hätte ihr gefallen. Nomadisches Licht. Okay, wow. Ist richtig schön hell. Gefällt mir. Schöne Lampe. Ist nicht gerade in der Mitte, aber wir brauchen primär hier das Licht. Da ja hier noch ein Schreibtisch hinkommt. Sie muss ja dann doch auch noch irgendwie in die Schule. Schreibtischlampe, Schreibtisch für Gelege, für alle Gelegenheiten. Nehmen wir den mal. Wie sieht der aus? Ja, das ist... Wow, okay, sehr antik. Könnt ihr mir vorstellen, dass der relativ wertvoll ist. Mal drehen. Hier vors Fenster. Das ist doch eigentlich ein schönes... Ein schönes Schreiben, Lernen, Machen, Tun. Jetzt bräuchten wir dafür noch einen Sessel. Schmucktische, Schränke. Kaffeetische, Schreibtische. Wo habt ihr denn die Stühle? Also Sessel. Sessel? Nee, doch nicht. Das ist mir jetzt zu lang. Schreibtisch, Sitz, Stühle. Da haben wir sie doch. Da braucht sie nicht so ein Wahnsinnsding, sondern was Mädchenhaftes. Ist das ja mädchenhaft? Es ist zart geschwungen. Wir nehmen mal den. Gut, und jetzt, wenn ich die Lampen wiederfinden würde, also Schreibtischlampen, nee, nicht Elektronik. Doch, brauchen wir dann auch noch. Jetzt brauchen wir erst nochmal die Beleuchtung. Tischlampen, da haben wir es doch. Hier. Okay, geht nicht? Doch, geht. Bestens. Braucht sie einen PC eigentlich nicht? Sie bräuchte einen Laptop, finde ich. Wenn es das gibt. Nicht Lampe, Laptop in Computer. Naja. Sieht hier jemand irgendwo einen Laptop? Also, irgendwie ja nicht wirklich.
Slow-Motion-PC. Ach, sie kriegt ihn trotzdem. Wir lieben sie, das ist unsere Tochter. Huch, die kriegt die Sachen. Wir haben das Geld, also machen wir das. Irgendwie, jetzt haben wir hier noch eine Riesenfläche. Was machen wir mit der? Da machen wir einen Pool hin. Nein, was könnte man da denn noch hinmachen? Ein Fernseher fehlt eigentlich. Ein Fernseher bräuchten wir schon auch noch. Fernseher, irgendwie so für an die Wand. Der muss nicht mal allzu groß sein. Oh, der geht sogar hier rauf. Gut. Aber eher ein kleiner, so von früher. Den hat sie, seit sie 12 ist. Ich hätte fast gesagt, seit sie 4 ist. ja. Und jetzt, was hat hier noch sehr gut reinpassen würde? Wäre so eine Art Wohnwand? Haben wir das? Wo? Wohn. Was mache ich denn hier? Löschen. Wohn. Wohnzimmer, Sessel, Wohnzimmer, modernes Wohnzimmer. Nein, eine Wohnwand. Wohnbar? Okay, dann eben nicht. Aber ein Gestell. Wo man halt irgendwelche Sachen drauf machen kann. Löschen. Dann Gestell. Gestänge, bla bla bla. Eine Garderobe. Ach du Grüne, genau. Eigentlich bräuchte sie das auch noch. Gestell. Gibt's auch nicht. Okay, wie sagt man denn dem? Wir haben doch, fürs Heißzimmer haben wir doch so Dinger gehabt. Lagerung, das klingt nicht schlecht. Da. Bücherregal, da haben wir es doch. Hallo? Ja, genau. Sowas in die Richtung. Kann ich dich nehmen? Nein, du bist auch schon wieder gesperrt. Das sind Heißis welche. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Wohin mit dir? Irgendwie so in die Ecke hier würde mir das relativ gut gefallen. Warum da immer dahinter? Warum kann ich das nicht an die Wand stellen? Das ist doch irgendwie völlig doof. Man stellt sich sowas ja nicht mitten ins Zimmer rein. Das ist ja völlig doof. Moment. Haben wir gleich ein bisschen darüber. Geht nicht. Okay, das ist ja echt ärgerlich. Du gehst hier hin. Okay. Ist auch ein bisschen anders als normal. Das ist gut. Das ist ein Teenager. Da ist vieles anders als normal. haben wir's? Die Garderobe. Garderobe im Gerümpel. Ja, das ist auch cool. Das ist flippig. Das gefällt dir. Den hätte sie gerne hier hinten. Gleich mal vor dem Poster. Gut, ich würde sagen, Jennys Zimmer ist soweit fertig. Wand runter, halt, nicht Stockwerk wechseln. Sondern so. Mal gucken. Ja, das ist im Groben, wobei das sieht mit Wand. Oh Gott. Das sieht mit Wand eigentlich schon besser aus. So, jetzt haben wir es wieder. Gut. Ja, ich denke, hier kann man sich durchaus wohlfühlen, so als junge Dame. Bestens. Was wir dann hier machen, wie gesagt, das gucken wir. Und ja, jetzt haben wir das Zimmer. In der nächsten Folge wird knallhart adoptiert. Mal gucken, was es wird. Vielleicht nochmal sowas. Ja, mal schauen. Gut, danke liebe Leute fürs Zusehen. Hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.